Willkommen zurück zu Fuga, Melodies of Steel. Ja, wir haben wieder eine Liste hier von Sachen, die wir heute machen sollten. Ich meine, wir hatten vor dem Bossfight, oder? Also, einer möchte gerne auf die Toilette. Kostet es eigentlich auch AP, dieser Toilettengang? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn nämlich nicht, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Ich werde es trotzdem tun. Ist leicht zu erfüllen, die Sache. Wir müssen nur eben auf den Charakter mit den Nöten wechseln. Und da oben ist es wieder auf dem Dach gespawnt. Sehr schön. Na ja, gut, was soll man dazu sagen, nicht wahr? Kostet keine AP. Also auf jeden Fall, was man machen sollte. Einen Topf möchte jemand essen, schlafen möchte jemand. Wie war das mit Schlafen? Wir haben noch Verletzte, richtig? Ja, wir haben noch Verletzte. Also wir sollten auf jeden Fall eine Schlafstunde hinlegen. Wir haben jetzt zwei Verletzte, meine ich. Es ist zwar super, super ätzend von AP-Kosten her, aber ich will nicht mit verletzten Leuten einen Bossfight. Das kann nicht gut sein. Okay, die einzige Person, die noch schlafen möchte, ist Hannah. Dann wird Hannah auch mitschlafen. Und halt die beiden Verletzten. Und als kleinen Bonus schicken wir mal Chick auch ins Bett, keine Ahnung. 5 AP, ne? Das ist so grausam. Das ist wirklich grausam, das ist ohne Spaß. Ruinen erforschen könnte schon mal knicken, die auch, wer immer das wollte. Den Luxus kann ich mir nicht mehr erlauben. Aber ich müsste mal kurz durch das Visier gucken. Das bringt immer ein bisschen einen Eintrag, ne? In dieser Gegend gibt es scheinbar nichts mehr zu entdecken. Okay. Auch okay. So, wir müssen mit Britz vorankommen, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Sox ist einer von denen, die noch mit Britz reden müssten. Aber ich muss auch anpflanzen und essen. Das sind zwei Sachen, die sollte man wirklich immer tun. Da bin ich absolut überzeugt von. Will jemand spezifisch irgendwas machen in Sachen anpflanzen? Das sieht nicht so aus. Schön, dass so viele Leute Ruinen erforschen wollen und das sich gerade einfach nicht anbietet. Naja. Wer macht dann mal? Lass uns Whopper mal machen. Ich weiß gerade natürlich nicht, was ich brauche. Ne? Ich müsste eigentlich öfter mal gucken, was ich fürs Essen brauche. Ich versuche ja meistens so ein bisschen das durchzuwechseln, was ich so anbaue. Damit ich am Ende des Tages wohl auf jeden Fall wenigstens immer wieder was machen kann, was Sinn macht. Dass das schon irgendwie für irgendwas reichen wird. So ein bisschen der Gedanke dahinter. So. Nun wäre noch die Frage, also Essen, klar. Wer möchte einen Topf essen? Das war der einzige Essenswunsch, den ich gelesen habe. Ist das sinnig? Ein Topf ist ein Stufe 4 Essen. Okay. Mit erhöhter Angriffskraft und Verletzungsresistenz. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut, gerade für einen Bossfight. Ganz ehrlich, den Wunsch erfülle ich dir. Ich hoffe, ihr verkackt es nicht. Das hilft schon mal. Gut. Den Eintopf haben wir uns gefallen lassen. Jetzt gucken wir nochmal eben. Das waren viele Sachen sogar, hm? Super. Jetzt gucken wir, dass wir. Ja, wir müssen mit Fritz machen, ne? Aber ich muss auch gucken, ob ich was upgraden kann. Upgraden ist halt unfassbar wichtig. Gerade für den Bossfight jetzt. Bleiben wir dabei? Es ist nicht viel. Ich könnte noch mehr machen. Ich weiß. Aber ich muss sie auch um Britz kümmern. Ich hoffe, die Upgrades reichen. Ich bin immer noch sehr unschlüssig darüber, ob meine Upgrades auf einem guten Level sind oder eher nicht. Und ich weiß ja auch nicht, ob das, was ich mit Britz mache, überhaupt Sinn macht, weil ich nicht mehr weiß, ob das richtig ist. Ich hoffe es einfach, dass es was bringt. So, ihr habt alle zwei. Mit dir haben wir noch nichts, ne? Also, mit dir können wir ein bisschen quatschen. Was, Wäsche zu waschen? Ich glaube fast schon, ne? Die Wissenschaft bringt sowohl gute als auch schlechte Dinge hervor.
Wir gucken mal kurz, ob wir Wäsche waschen gehen. Das könnte nämlich gewaltig helfen. Ja, können wir. Gut. Da nutzen wir auch nochmal die Möglichkeit, Socks und Briss näher zu bringen. Das macht hier Sinn. Okay, wir können das Event schon mal starten. Das hat mir auf jeden Fall was erspart. Wenn ich das nicht falsch gesehen habe, kostet Wäschewaschen keine AP. Sehr interessant. War mir bisher auch nicht bewusst. Hätte auch einmal Wäschewaschen gereicht, jetzt aber ist okay. Entschuldige, Britz, kann ich dich mal was fragen? Du willst mich etwas fragen? Etwas über die birmanische Armee? Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, aber bitte. Danke, weißt du, ich würde wahnsinnig gerne etwas über die birmanische Luftschiffe erfahren. Luftschiffe? Ja, die interessieren mich sehr. Also gut, ich weiß nicht, ob das bahnbrechende Erkenntnisse für dich sein werden, aber... Erzähl doch einfach. Für den Angriff auf Gaske wurden zwei Arten von Star-Luftschiffen entsandt. Eine für den Gütertransport und eine für Bodenangriffe. Es gibt allerdings keine Luftschiffe dieser Größenordnung für den privaten Luftverkehr. Sie werden ausschließlich für militärische Zwecke eingesetzt. Star-Luftschiffe, aha. Und es gibt unterschiedliche Einsatzbereiche? Sehr interessant. Stimmt etwas nicht? Ja. Nein, nein. Wir können diese Unterhaltung nächstes Mal gern fortsetzen. Fantastisch, danke. Na, da kommt ja ein besseres Verständnis zustande direkt, okay? So, das waren jetzt zwei bei ihm. Hanna haben wir, Kyle haben wir. Sie sowieso. Und war heute, glaube ich, niemand richtig. So, mit dir müssen wir noch. Ja, ich will auf keinen Fall also eine Batterie enden. Als so eine Batterie enden. Wenn wir nicht kämpfen, wird es nur noch mehr traurige Leute geben, oder? So, komm schon. Sieh mal, ein riesiger Käfer. Oh? Hey, hast du dich erschreckt? Sehr gut. Britz? Herr Britz? Ja. Britz allein reicht. Jo! Oh gut, ich hatte Angst, du bestehst vielleicht dabei eine förmliche Anrede. Warum haben eigentlich alle Angst vor mir? Weil ich Birmania bin? Gut, ich bin vielleicht nicht gerade die Freundlichkeit in Person. Egal, was wolltest du denn? Ne. Ich hatte gehofft, dass du mir was über die Birmania erzählst. Wie ist es da so, über Birmanien? Ihr seid noch nie aus Gaske rausgekommen, oder? Nein, ich hatte auch noch nie ein Luftschiff gesehen. Die sind ganz schön furchteinflößend. Aber anders kommt man ja aus Gaske nicht raus, oder? Richtig. Es gibt keine Landverbindung zwischen Gaske und Birmanien. Wow. Gibt's auch noch andere Orte außer Gaske und Birmanien? Es gibt wahrscheinlich noch jede Menge anderer Länder, von denen wir nur noch nie gehört haben. Wow, das ist cool. Du musst mir unbedingt noch mehr erzählen, Britz. Jo. Gern. Was ich dir erzählen kann, erzähle ich dir. Da läuft's auch ganz gut, okay. So, wer fehlt denn jetzt überhaupt noch? Das können ja noch ein, zwei Leute sein, oder? Verbundenheitsstatus. Okay, Boron. Nur noch Boron. Jetzt die Frage, mache ich den einfach voll oder... werde ich jetzt so ein bisschen was ab? Ich mache den jetzt einfach voll. Dann habe ich es hinter mir. Wenn das dann was gebracht hat, ich hoffe es einfach. Und wenn nicht, dann habe ich trotzdem mein Bestes gegeben. Weil ich glaube, viel mehr Zeit kann ich einfach nicht rein investieren da rein. Es kann natürlich auch sein, dass es nur darum geht, eine bestimmte Person oder generell eine Person auf einer hohen Stufe zu haben. Das wäre dann ärgerlich. Aber ich hoffe, dem ist nicht so. Aber ich kriege ihn jetzt noch vor, das schaffe ich noch, deswegen mache ich das auch. Ja. Oh nein, der Panzer hat ganz schöne Weizenfeld platt gemacht. Nani?
Die machen aus ihnen Biobatterien, wie grauenhaft. Grauenhaft. Ob wir jemals wieder entspannt auf einer Wiese hocken und die Wolken beobachten können? Klar, wenn der Krieg vorbei ist. Ja, hast recht. Ich hoffe, dass bald alles wieder im Alten ist. Okay, ich muss alle meine AP ausgeben dafür, aber es ist es mir wert. So ein voller Bauch macht ganz schön müde. So, jetzt habe ich mich wirklich stark drum gekümmert. Ich glaube, so in Zukunft werde ich, glaube ich, sehr wenig Punkte hierfür ausgeben, weil durch die Kämpfe kommt ja eh ein bisschen was an Wachstum zustande und ich habe jetzt so viel mich darauf konzentriert und so viel Zeit im Rein verschwendet. Verschwendet ist das falsche Wort, aber investiert. Ich möchte lieber investieren, dass der Panzer stärker wird. Sag mal, Britz, gibt es irgendwelche leckeren birmanischen Süßigkeiten? Da gibt es schon sehr leckere, aber warum fragst du mich plötzlich sowas? Das überrascht mich jetzt ein wenig. Oh, Entschuldigung, ich war nur neugierig. Mich, einen Birmanier, euren Feind, etwas über birmanische Süßigkeiten zu fragen? Das ist schon etwas ungewöhnlich von dir. Wirklich? Ist nicht jeder ein bisschen neugierig, wie Süßigkeiten aus anderen Ländern so sind? Das mag schon sein. Bei den ganzen Ereignissen der letzten Zeit habe ich für sowas wohl einfach keinen Kopf. Du musst ja eine wahre Größe hier sein, dass du dir um solche Nichtigkeiten Gedanken machen kannst. Ja, schon, die Leute im Dorf haben immer gesagt, wie groß ich doch bin. Ja. Das habe ich zwar nicht gemeint, aber ich habe das Gefühl, du wirst eines Tages sicher noch ein ganz großer. Schön. Ich hoffe, das war's wert. Ich hoffe, das hat was gebracht. Und ich hoffe, ich bin jetzt immer noch stark genug, den Bossfight zu schaffen. Ab jetzt werde ich mich auf jeden Fall stark darauf konzentrieren, den Panzer abzugraden. Was ich theoretisch noch könnte, wenn ich die AP dafür hätte. Aber können wir kurz eben gucken, unten bei der Botanik konnte ich auch was upgraden. Falls es immer noch möglich ist, was ja eigentlich möglich sein sollte, weil ich ja nichts getan habe eigentlich. An Ausbauten. Dann soll ich das vielleicht auch noch tun. Eichenholz fürs Pferch. Okay, machen wir. Okay, und jetzt hoffen wir mal, dass wir den Bossfight gut überstehen werden. Los geht's. Wir dürfen sie nicht vorbeilassen. Hier ist Endstation für die. Ja, wenn du das schon sagst, ne, dann wird das schlimmer, als wir denken. Ja, ja. Das sind in Massenproduktion hergestellte gepanzerte Hubschrauber. Die soll für diesen Panzer aber kein Problem darstellen. Ja, ja. Irgendwas kommt dann auch zusätzlich oder so. Oder die verbinden sich gleich so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Okay, Granaten, MGs wären gut. Mei wäre vielleicht ganz gut für Durchdringung von Beinrüstungen. Ihr habt eine Link-Attacke, die werden wir auch gleich nutzen. Ich fange mal erstmal so an. Ist ein bisschen wenig Feuerkraft, aber das ist, glaube ich, schon okay wegen der Link-Attacke. Multischuss macht jetzt gar nicht mehr so viel Sinn, aber ich muss sowieso den anderen auch durchdringen, also doch, ich mach's. Das macht wohl Sinn, einmal. Ah, jetzt kann ich sogar beide komplett senken auf Null. Durch diesen neuen Angriff, den Regenangriff. Cool. Gut, die Rüstung ist reduziert. Ich muss halt schon eine Kanone reinnehmen, damit ich mehr Damage mache. Sonst komme ich nicht wirklich gut voran.
Geh du mal als MG rein, weil du hast generell guten Damage. Du hast doch deine Fähigkeit parat, ne? Vielleicht kann das hier ein bisschen helfen. Wir könnten noch festigen, ne? Sicherheitshalber. Machen wir auch. Der brennt, sehr gut. Ich könnte mit Schock versuchen, der 0%, okay, lieber nicht. Lassen wir das lieber sein. Ja, soll ich noch eine linke Attacke nutzen oder lieber sparen? Das ist die Frage. Wir sparen noch ein bisschen, falls dann irgendwelche Multi-Targets dazukommen. Der ist geschockt. Beweist nochmal, dass er mit seiner Heldenfähigkeit auch als komplette Immunität überschreiben kann, was gar nicht mal so verkehrt ist. Das macht ihn schon sehr, sehr wertvoll, ne? Weil er halt auch Bossgegner mit allen möglichen Statis belegen kann. Das ist echt nicht schlecht. Also Sox hat schon was drauf. Ah ja. So was habe ich mir schon gedacht. Also vielleicht ganz gut. Der R-Fähnrich. Dass ich mir den Negatrainer gespart habe. Er holt gleich zwei Leute dazu. Ja, die linke Attacke zu sparen war auf jeden Fall eine gute Idee. Das steht mal außer Frage. Aber die kommt jetzt sehr spät dran. Ah, Mist, das war ein Fehler von mir. Nee. Ich sterbe aber auch schön schnell. Gut. Hier ist im Bossfight ist das Brennen nochmal genervt. Die brennen halt noch kürzer, der Schaden ist auch nicht allzu hoch. So, jetzt trotzdem Link-Attacke, auch wenn es sich gerade nicht so sehr lohnt, aber ich will auch Damage bei den da oben machen. Und das war verdammt viel Damage, wow. Ein bisschen heilen wäre auch nicht verkehrt. Falls noch was nachkommt, müssen wir auch entsprechend versorgt sein. Warte, meistens sind mit ihm dahinter, ne? Weil er dann ihre Aktionsgeschwindigkeit nach einer Fähigkeit verschnellert. Meine Ballade bitte. Schön. Verbrannt. So, jetzt könnten wir noch ein bisschen Lifesteal betreiben. Das macht schon Sinn. Und auch ein bisschen FP, warum nicht? Du machst den Damage. Kommt nochmal dran so, aber er müsste verbrennen. War es das wirklich? Nee. Ernsthaft? Dann war das ja eine Erholungspause in Sachen Bossfights. Ich meine, vielleicht hat das Spiel sich auch irgendwo gedacht, dass wenn er mir schon einen Tipp gibt, also das Spiel hat mir ja ganz klar gesagt, ich sollte Britz Freundschaften erhöhen, dass es deswegen gesagt hat, okay, der würde jetzt wahrscheinlich darauf voll gehen, die Freundschaften zu erhöhen. Lass mal den nächsten Boss ein bisschen schwächer machen, damit er dann nicht in die Wand läuft. Keine Ahnung. Vielleicht jetzt auch einen Storygrund mal abwarten. Dreifachschlag. Dreifache Attacke auf einen Gegner. Guter Angriff gegen Bosse, ne? Nanda kore wa?
Das wird doch nichts. Rückzug. Dieses Monster. Wir können es nicht aufhalten. Auf geht's, Leute. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Oh. Du sagst es, Mann. Unsere Familien retten sich schließlich nicht von selbst. Genau, wir müssen weiter. Nur nicht schlapp machen. Ja, da bin ich mir eher unsicher und ich finde deine Worte eher beunruhigend. Aber schön, dass wir es geschafft haben. Bermanisches Hauptquartier der Gasco-Invasionstruppen. Da ist sie ja schon wieder, Flamme. General Hux, bitte vergeben Sie mir. Wenn Sie mir noch eine Chance geben, werde ich diesen Panzer vernichten. Glauben Sie wirklich, Sie können ihn liquidieren? Jawohl, ich schwöre es. Ihr Ziehvater, Oberst Pretzel, war so stolz auf dieses Land, dass er sein Leben gegeben hat, um es zu schützen. Sind Sie bereit, im Ernstfall dasselbe zu tun? Ja, aber natürlich. Bestens. Dann werde ich auf eine Erfolgsnachricht von Ihnen warten. Etwas anderes müssen Sie mir gar nicht erst berichten. Jawohl, General. Ruhm und Ehre dem Bermanischen Imperium. Sie gibt sich große Mühe, aber ob sie diesen Teufel wirklich in die Knie zwingen kann? Sieht so aus, als rückte die Zeit immer näher, mich selbst ins Schlachtgetümmel zu stürzen. Okay. Wir haben genug Biobatterien zusammengetragen, um das Herz wieder schlagen zu lassen. Der Dank dafür gilt komplett dem guten Doktor. Endlich ist es soweit. Die Vorbereitungen, den verlorenen Gott Vanargant wieder zu erwecken, sind abgeschlossen. Wir müssen nur noch den Abzug drücken. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet, du stählerner Teufel? Okay, das klingt so nach Big Boss. Aber man weiß ja nie, ob da noch irgendwas Überraschendes nachkommt. Ich meine, 10 Kapitel müssen es ja mindestens sein. Wegen den Comic-Ausgaben, da hatten wir schon beschlossen, dass das das Minimum sein müsste. Aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal nochmal gegen Flammen kämpfen. Und spätestens dann erst gegen Hux. Was mich aber echt wundert, wegen den Upgrades, du kannst bis 20 hoch. So viel wissen wir ja. Bis 20? Wie soll ich da hinkommen? Den Mermania-Berichten wurde ein neuer Eintrag hinzugefügt. Den nehmen wir auch direkt mit. Das ist alles falsch, das ist richtig. Tagebuch eines Spions 2. Ein Jahr ist es her, dass ich Gasco infiltriert habe. Es ist schon seltsam, ich fühle mich, als würde ich schon länger hier leben. Es gibt hier eine Art Wärme, frei von Bermanischem Imperium. Egal, wo ich hingehe oder wen ich treffe, überkommt mich das gleiche Gefühl. In Bermanien gibt es kaum für die Nekos. Und wenn doch, werden sie nicht selten dafür verfolgt. Jedoch sind beide Rassen gleichberechtigt und können frei leben. Selbst wenn ich in der Lage wäre, unter diesen Umständen nützliche Informationen an das Bermanische Imperium weiterzugeben, würden sie wahrscheinlich nicht gut aufgenommen werden. Aber ich persönlich, nein. Als einfaches Lebewesen habe ich gelernt, wie grundlegend wichtig das ist. Ich komme zu einem beunruhigenden Schluss. Dies könnte ein Akt des Verrats an meinem Heimatland sein. Okay. Ab ins Dörfchen. Erst ein bisschen handeln, ne? Okay, was müssen wir so machen? Hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Und nach hinten bauen will ich nichts, das sehe ich nicht ein. Spulen können wir eine machen. Ich mache jetzt alles, was ich machen kann. Weil ich glaube, die jeweils alten Sachen brauche ich eh nicht mehr. Aber ich kann nicht allzu viel machen. Mittlerweile ist es doch relativ normal, glaube ich, recht gute Sachen zu haben. Und diese höheren Sachen kann ich gar nicht eintauschen. Weswegen ich auch niemals zurückstecken wollen würde beim Handeln. Außer ich habe es mal versehentlich gemacht.
Aber das... Hä? Bug? Gerade ist das kurz aufgeleuchtet, die Metallplatte. Ich habe es genau gesehen. Das ist ein bisschen seltsam. Stahl ist wahrscheinlich besser. Ich kann noch Gaszylinder machen. Aus Gasflaschen. Eine zumindest. Und eine Energielampe kann ich auch zwei machen. Und fruchtbare Anzuchterde können wir noch machen, zweimal. Wir können sogar Profi-Werkzeug herstellen. Wir haben ziemlich viel einfaches Werkzeug. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht noch einfaches brauchen. Deswegen werde ich jetzt nicht alles eintauschen davon. Aber so ein bisschen Profi-Werkzeug können wir schon gebrauchen. So, ist eigentlich ganz okay, ausgeglichen. Ich glaube, Kiefernholz brauchen wir gar nicht mehr. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich... Also ich glaube, es wäre am besten, wenn man Listen führen würde, welche Sachen man braucht und welche nicht. Aber den, das werde ich mir jetzt nicht antun, die Arbeit. Es ist immer nur Tauschen zwischen Wolle und Federn, ne? Mehr ist es nicht. Dann lassen wir das jetzt sein. Mehr macht dann keinen Sinn. Jadeplatz. Hey, kennt ihr die Abenteuer von Zucker? Ich bin ein großer Fan des Autors, Lunette. Ihr lest die Comic auch? Hier, habt ihr das neueste Kapitel. Gerüchten zufolge versammeln sich die bermanischen Truppen in den Berggebieten vor uns, vor allem in den vulkanischen Teilen. Die haben das da wohl zu einer kompletten Festung umgebaut. Einfach nur traurig. Ich würde euch ja gern willkommen heißen, aber das Gasthaus ist gerade geschlossen. Bitte kommt mit euren Familien wieder, wenn der Krieg vorbei ist. Ihr habt ja ein kleines Dankeschön für euer Kommen. Okay, dann erstmal die Abenteuer von Sucre. So, warte mal, 8. Wir bekommen das Kapitel erst nach einem Kapitel. Also wir bekommen das neue Comic-Kapitel erst nach einem Spielekapitel. Das heißt, eigentlich müssten es 11 bis 12 Kapitel sein im Spiel. Und nicht 10. Also wenn das mit den Abenteuern von Sucre hinkommt, ne? Wenn das ein Maßstab dafür ist, kann natürlich sein, dass wir es vorher fertig haben. Wir müssen es aber ja auch ein vor dem letzten Bossfight eigentlich fertig haben, außer man würde nach dem letzten Bossfight auf ein Dorf reinfahren. Das bezweifle ich aber sehr stark. Und wenn wir die Dinger immer nach einem hier Einsatz bekommen, dann bekommen wir das 11. Kapitel ja erst nach dem 10. Ja gut, dann also... Nee, Quatsch, wir kriegen das 11. erst nach dem 11. Moment. Es gibt kein 11. Kapitel. Moment. Wir kriegen das 10. ja erst nach Abschluss des 10. Ja, das heißt, es muss mindestens 11 Kapitel geben. Vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Aber mindestens 11 muss es dann da geben. Vom Spiel. Mila, bring mal damals Sam in einen sicheren Ort. Okay, aber wohin? Huhu. Huhu. Ja, so ist gut, Krämer. Zeig dir den Weg. Also, so ist es gut. Krämer zeigt dir den Weg. So. Okay, kommen Sie, Madame Assam. Zu der Höhle. Ist gut. Mist. Wie soll ich dieses Ding denn besiegen? Ist das... Ich habe das Gefühl, das Radio explodiert gleich. Je näher der Golem kommt, desto heißer wird es. Es reagiert nicht auf den Anhänger, sondern auf den Golem. Du bist flink, du kleine Göre. Das muss man dir lassen. Aber du kannst nirgendwo hin. Das war's für dich. Das würde euch wohl so passen. Der Doktor hat hart an dieser Erfindung gearbeitet, aber... Tut mir wirklich leid, Doktor. Swoosh. Boom. Okay. Das waren die Abenteuer von Sucre. Jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir wieder unser Abenteuer fortführen. Wie immer. Kapitel 9. Der verwundete Lorbeerbaum. Ja, hier sehen wir wieder Flammen, die wird hier noch eine große Rolle spielen. In diesem Kapitel offensichtlich. Operationszentrale der Gasco-Armee. タラニスによる帝国軍収容所の解放と次の行き先は溶岩地帯と予測される報告がガスコ軍内部に波紋を広げていた。何? Das ist doch lächerlich!
Diese dreisten Bermania wagen es nicht nur in unser Land einzudringen, sie bauen darin sogar ihre eigene Basis. Das ist unentschuldbar, General. Was übrigens diesen riesigen Panzer betrifft. Maskat Chui wa kyodai sensha ni nazeka kodomo ga notte iru rashii という jōhō ga aru koto o tsutaeta. Wir haben außerdem von der Existenz eines großen Gefangenenlagers in den vulkanischen Landen von Lhasa Apso erfahren. Wie es scheint, haben die Kinder vor, die Gefangenen dort zu befreien. Massaker! Mit nur einem Panzer? Das ist doch Selbstmord! Was wollen wir tun, General? Sollen wir erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickelt? Nein, das könnte unsere Chance sein. Dieser riesige Panzer ist vielleicht genau das, was wir brauchen, um die Bermania abzulenken. Yes. Ich weiß nicht, wer diese Kinder sind, aber wenn wir ihnen Rückendeckung geben, können wir Lhasa Apso vielleicht zurückerobern. Zentrale Gebirgskette. Lhasa Apso Yōgan-Chitai wo mezasu Taranis ni tachi fusagaru Teikoku-gun no senryoku ga 次第に強力になってくるのを子供たちは感じていた。 Die Bermania-Trupps hier sind ganz schön schlagkräftig. Oh. Sieht so aus, als wären wir einen ziemlichen Dorn im Auge, was? So,だね. Was wohl heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Huh. Ja, und dieses Mädchen wird fast schon ein bisschen aufdringlich. Tatakai-ga-aru-tabi. 光る少女が現れては戦いをやめるよう警告を発し、子供たちに反発されていた。Ihr dürft nicht kämpfen. Es werden alle sterben. Wenn wir nicht voranschreiten, dann werden alle sterben. Wir müssen einfach nur auf der Hut sein. Das ist alles. Du bist gemein. Ich kann dich nicht leiden. 互いの思いはすれ違ったまま戦車は進んでいく。Auf ins Verderben? 行きましょう! Aber erstmal die Vorbereitungspause. So. Punkt, gibt's schon mal nicht. Ruinen erforscht könnte sinnvoll sein. Wollen das multiple Leute vielleicht? Natürlich nicht. Dann überlegen wir uns nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Botanikum. Wollte das jemand spezifisch machen? China möchte das wohl. Wappa auch. Der würde China bevorzugen. Ja, dann machen wir China. Was wolltest du genau machen, China? Muss ich nochmal gucken. Habe ich mir nicht gemerkt. Habe ich mir nicht gemerkt. Mit dieser Abkürzung meiner Sprachweise, ich weiß, nervig. Ich würde gerne etwas im Botanikum anpflanzen. Das können wir gerne machen. So. Wolle haben wir gar nicht mal so viel, habe ich gerade gesehen. Also machen wir das nochmal. Einmal Äpfel und einmal Karotten. Weil wenn ich einmal Klucken reinnehme, ist das auch der Auftrag für die andere dann? Es ist egal, komm. Ich mach's jetzt so. Da waren zwei Wünsche, die erfüllt wurden. Supi. Essen müssen wir. So, möchte jemand spezifisch kochen? Hanna möchte gern kochen. Das kann sie gern machen. Mehrere Leute haben Hunger. Gibt es einen Wunsch, was gegessen werden soll? Nein, das freut mich. Dann werden wir auf jeden Fall das Erfahrungsessen wählen. Wenn wir dann können. Ich meine, irgendeins von werden wir machen können, aber ich würde schon gerne ein möglichst hohes machen. Ja. So. Erdbeerkuchen, ne? Super. Das ist das Beste, was wir machen können. Das machen wir auch. Gut. Das sind viele Ups. So, Upgrades. Erstmal Upgrades, was wir upgraden können. Weil wir da wahrscheinlich eben ein bisschen hinterherhängen. Mir fehlen immer noch so viele Geschützrohre. Ey, das ist extrem viel, mir davon fehlen, ehrlich gesagt. So, Reaktor-Upgrade.
Sollte vielleicht jemand anders benutzen dafür. Wo noch mehr Chancen für Hilfe bestehen. Ja, Kanone bleibt jetzt ein bisschen auf der Strecke, das ist nicht so gut. Ich werde mal jetzt die Granaten einfach nicht verbessern, damit wir die Geschützrohre sparen können. Ich finde das extremst. Ich weiß nicht warum. Allein das Upgrade auf Level 11 mich nur zwei Geschützrohre L, 2S und 3 Schwerspulen kostet. Und hier brauche ich so viele Bodenstücke und so viele Geschützrohre, also 25 Geschützrohre L, nur um auf Stufe 10 zu kommen. Das ist ein komisches Verhältnis irgendwie zueinander. Aber gut, vielleicht ist die Kanone einfach so krass. Aber wenn das so weitergeht, ist die Kanone bald nichts mehr. Also keine Ahnung, es ist ein bisschen komisch, finde ich, dieser Schritt. Gut. Wir können sogar nochmal upgraden, aber wie gesagt, ich werde das jetzt nicht tun. Noch mehr L-Geschützrohre gebe ich jetzt nicht aus, weil ich muss eigentlich sparen hierfür. Hier brauchen wir keine L-Geschützrohre, deswegen macht das Sinn. So, jetzt die Rüstung noch. Hat vor allen Dingen alles funktioniert, was sehr wichtig für mich war. Und jetzt sparen wir erstmal wegen den Geschützrohren. Ich könnte das hier noch machen, weil das brauche ich für das Ding nicht. Also mache ich es dann gehen nochmal. Dieselben Leute können also wieder helfen. Das heißt, es macht glaube ich schon Sinn, das mit denen zu machen, die meisten Freunde haben. Die stärksten Freundschaften. Alter Schwede, 95%. Okay, jetzt sparen wir wie blöd auf diese Geschützrohre, weil die Kanone muss upgraded werden. Aber wir konnten jetzt auf der anderen Seite sehr viel upgraden, was ich sehr gut finde. Müssen wir mal durch das hier Anführungsstrichen Fernglas gucken. Das ist kein Fernglas, ich weiß. Das kann auch jemand anders erledigen. Und ich würde gerne Hannah noch mit jemandem irgendwie kombinieren, damit ich nicht nur auf Kyle angewiesen bin wegen dieser Heil-Lifesteal-Geschichte. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Wäsche waschen können wir nicht. So, observieren. Mastiff Central. Eine hochaufragende, ikonische Bergkette, die unter den vielen Ebenen im zentralen Gascourt deutlich hervorsticht. Aufgrund des festen Grundsteins gibt es in dieser Region nur wenig Bäume. Dafür gibt es hochwertiges Steinmaterial zu finden, das beim Bau Verwendung findet. Okay. Gut. Ich würde gern wenigstens einmal fischen. Das machen wir jetzt auch eben. Will jemand spezifisch fischen? Hat jemand irgendwie besonders Bock drauf? Schrottfischen? Ja. Britz tatsächlich, bietet sich da an. Dann würde ich einmal bitten, die Angel auszuwerfen. Wir können auch Geschützrohre Elbe rauskommen. Sehr schön. Alle an einem Strang ziehen, so ist gut. Riesenerfolg. Und kein einziges Geschützrohr Juhu. Da habe ich gerade echt ein bisschen Pech mit, oder? Okay, Hannah. Dann will ich bei dir ein bisschen anfangen, jemand anderen mit dir zu fördern, damit ich nicht so auf Kyle angewiesen bin bei dir. Was hast du denn momentan so für Freundschaften? Würde sich irgendjemand schon anbieten? Ja, stimmt, ich hatte die Idee, das mit Miss FP-Generation China zu machen. Fast schon wieder verworfen, den Gedanken. Britz hat so viel durcheinander gebracht bei mir. Aber ich wollte ja eigentlich China und sie möglichst hochziehen. Damit ich einfach die beiden generell als Regenerationskombination nutzen kann. Wobei ich halt auch immer nur eine Sache regenerieren kann, ne? Und nicht beides, was ich so oft gerne mache. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil ich sonst dann nicht so oft auf die Idee komme, so gierig zu werden und beides machen zu wollen. Komm, wir gehen zu China. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht unten, sondern oben irgendwo gewesen. Ja, da ist sie. Und da könnt ihr euch noch ein bisschen besser kennenlernen, ja? Vielleicht hat sich dieses Mädchen wirklich Sorgen um uns gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was diese grafischen Bugs sind, ne? Macht mich wahnsinnig, ganz ehrlich. Wirklich, macht mich wirklich ärgerlich. Ich meine, ich habe jetzt nicht die geilste Grafikkarte der Welt, aber es ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Das kann ich mit Sicherheit sagen, ja? Es macht absolut keinen Sinn. Wirklich nicht. Und es ist auch, glaube ich, nur hier in diesem inneren Panzerbereich so, ne? Sonst ist es nirgendwo so. Ich finde auch, dass das ganze Bild so ein bisschen unscharf aussieht, aber... Ich weiß nicht, ich hab nie herausgefunden, woran das liegen könnte, ob das einfach so soll. Ich habe keine Ahnung.
Naja, egal. Ich weiß wirklich nicht, wo uns liegt. Domo. Mit euch allen zusammen habe ich das Gefühl, den Mut zum Kämpfen aufbringen zu können. Schön. Kein Ereignis bei euch, das ist in Ordnung. Mache ich gleich weiter. Ich habe nur 1 AP, was soll ich damit sonst groß machen? Na ja, komm. Das hilft uns auf jeden Fall. Hoffentlich können wir auch nach dem Krieg alle Freunde bleiben. Ich weiß nicht. Natürlich. Meinst du? Das freut mich. Gut. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und fahren beim nächsten Mal erst in diese neue Ebene. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.